Servus Freunde und herzlich willkommen zurück zu Bayern 2 Karriere. Und jetzt sind wir aber auch schon hier am Startbildschirm. Bayern gegen Hansa Rostock. Das hat leider nicht gespeichert, das Spiel. Das heißt, wir müssen das jetzt wieder simulieren. Also jetzt, ich habe es gerade schon mal versucht zu simulieren, aber das Problem war, er spielt jedes Mal 4-4. Dann probiere ich es jetzt mal, keine Ahnung, ich muss irgendwas hier tauschen auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, was ich tauschen soll. Ich stelle einmal statt Schabani. Nee. Statt ein Krasadei und ein. Hier, nein, den Batista Meier. Dann durchsimulieren. Und ich hab's wahrscheinlich auf 4-4. Ja. Was soll ich da machen? Weil ich will jetzt eigentlich nicht so lange, dass wir hier Werf beenden. Und neu und da die Karriere neu. Weil ich finde es ja sau dumm, wenn sie jetzt gespeichert ist, oder? Probiere ich es halt noch einmal und dann ist dann ein Zähler mit 16 einstürmen. Ich erneut auf simulieren und wenn es jetzt nicht klappt, dann ist es halt auf YouTube. Ja, ja. Weil ich glaube, wir hatten auch im Original gewonnen. Wenn ihr entschuldigt mich jetzt bei aller recht herzlich, dass ich so dumm bin. Aber ich denke, wir hatten auch im Original gewonnen. Und ich wollte jetzt nicht alles verfälschen. Na, der Bälle sieht man auf. Den Ritter. Mit nur einem Sieg Rückstand auf Ingolstadt. Läuft da auch gut. Dann können wir ans neue Jugendgelände, der ist scheiße. Der auch. Ich hab doch gleich gemacht, nur welche übermarktet von 200.000. Deswegen mach ich das auch so. Ja, die sind alle. Also, die hauen mir jetzt halt schon Bocker. Den nehme ich mit. Den nicht. Auch nicht. Scheiße. Und der. Auch. Ja. Dann können wir weitergehen. Simulation. Und starten rein ins Spiel. Heim gegen die Würzburger Kickers. Da sind wir auch schon angekommen. Es kann losgehen. Ach nee, jetzt hat er den Six drinnen gelassen. Ich mochte ihn einfach, ich konnte nicht mit dem spielen irgendwie. Sind wir schon über die Außen unterwegs zum Tor? Ah, schade. Fast. Eine gute Chance. Ah, zwar schießen, aber der ja, bringt ja mit links krass Schüssel zusammen. Das war näher mal ein Rückpass. Das war rückgehabt. Schön von Will. Der kann jetzt laufen. Und schickt den Zirkzee auf die Reise. Der schießt, aber der Torhüter kann ihn sehr gut parieren. Schade. Das ist hier, wieso ist hier keiner vorne mit? Ist ja noch, dass ich umgreife. Wir müssen da nochmal ins Mietlaufen. Und eben muss ich dann bleiben auf halbe Zehner. Jetzt ist es sehr gefährlich, weil ich habe hier einen Fehler gemacht. Ja. Das ist 1-0 für die Rhein-Mittelberg-Kickers in der 39. Spielminute. Durch
den Wiedemann. Oder Whiteman, oder keine Ahnung. Wieso probiere ich eigentlich ganz die scheiß Namen auszusprechen, weil ich nicht so weiß, wie sie heißen. Oh, wohin schießt du denn? Du siehst, dass es so rechts für dich ist, dann schießt doch mir irgendwo auf Bagdad. Mann. Aber kein Angriff schaffen wir alleine, man. Ach, jetzt pfeift er auf, der Blödel. Naja. Ist zur Halbzeit ein unverdientes 0:1. Aber müssen wir jetzt hinnehmen. Ich wechsle zur Halbzeit, bring den Ziller für Sexy. Und den Rest wechsle ich erstmal noch nicht. Nein, no! Der ist so schlecht. Dann wollten sie hier das 2:0 machen. Nein, nein, wo schießt denn du? Der soll nicht so weit vorbeiziehen um da. So, jetzt bringe ich Ballister Meier für Schabani. Was drüber, was wieder. Auf Ziller, der schießt einfach mal knapp am Tor vorbei. Schieß doch stärker, wenn ich komplett aufload. Blödel. Sind wir jetzt so schön durchkombiniert und dann habt ihr so einen Solarplatz für den Gegner. Zilla, schieß doch jetzt einmal. Ach Mann! So ein unverdientes 1:0 für Würzburg, Digga. Ist ja noch nie sein. Mann. Einfach nur ein. Setzt du Dore jetzt auf 70 gefasst? Eigentlich gehen wir nur das Bild gegen Dore in der Simulation. Ja, gut. Wir sind sogar auf jeder Platz geblieben. Mit auch nur 3 Punkten Rückstand auf den zweiten. Also, es läuft. So, hier nochmal das Training. Schabani geht dann so. Und mich reicht bis jetzt mit deiner Stürme. Also ich weiß halt nicht, was ich da machen soll, wenn ich da zu drin hatte. Ich möchte mal schauen, ist der von Doro vielleicht schnell? Wo haben wir noch? Ist der Ach, der Nollenberger! Stimmt. Wie schnell ist der eigentlich? Ja, der Nollenberger kommt mal zum Spiel. Wieso die anderen zwei komischen Dinge, die wir beide nicht schlafen können. Aber für die Simulation stehe ich trotzdem in den Zirkzee rein, weil er die bessere Gesamtstrecke bringt. Und das ist halt dann auch viel besser. Weil also bei einem Gastspiel müssen wir alles bringen, was wir haben, dass wir einen Sieg holen. Hä? Okay, wieso verlieren wir jetzt gegen Magdeburg? Es läuft schon immer so gut für uns tabellarisch. Entschuldigung, falls ich das Ganze irgendwie nicht fränkisch ausspreche. Weil für mich gibt es keine T, sondern nur ein Bar. Deswegen heißt es auch tabellarisch, nicht tabellarisch. So, schauen wir hier so. Sind wir bei Nollenberg jetzt sein, was er vor. Im Heimspiel gegen FC Ingolstadt. Absteiger übrigens aus der zweiten Bundesliga gegen Aufsteiger aus der Regionalliga. Fred läuft, schießt und trifft. Genau das heißt, zusammen am Spiel machen. Das wäre doch was. Wieso mit die anderen zwar der Ziller schießt nur Labla, der CC schießt überhaupt nicht. So, auf geht's Leute. Direkt früh angreifen. Wir brauchen das mal 1:0 und hier wieder 0:1. Lauf und Schuss an die Latte. Nein. Nein.
Das wäre so eine gute Chance und wäre so schlecht. Keine Ahnung. Abgeschlossen. Okay, jetzt zum Glück schießt da so ein Labla wie wir. So, schön. Ich kann vielleicht laufen. Spiel ich denn. Ah nein, ich will noch ganz überspielen. Wieso macht er das? Nein, wieso köpfst du? Mann. Die erste Chance schießt er nur landen, die zweite vereidelt er, weil. Hallo? Bitte wechseln auf den richtigen. Danke. Oh, Halleluja. Wir haben so viel Glück. Weil die Gegner wissen halt alle, wo der frische Loggen hat. Hallo? Five Stop? Danke. 0-0 zur Halbzeit. Unverdient. Wir müssten wieder mal führen. Aber man kann nichts machen. Zumindest liegen wir nicht hinten. Deshalb doof, dann raste ich aus. Und das ist ja doof, weil nein. Früchte, danke. Aber es war, glaube ich, abseits. Ja, aber. Mann! Kann ich näher mal bitte durchschießen? Das wäre so schön. Also, na. Da will ich keinen Bock mehr. Auf sowas. Auf so eine offensive Kurs habe ich auch keinen Bock kommen. Und diese blödsam Bass zu spielen. Also.
dass du was kost, bitte. Wenn das jetzt wieder erschossen oben ist, dann stelle ich demnächst den Frieden einen Sturm. Weil der, ich bin mir zumindest sicher, dass er es schieben soll. Weil der Rest wird dann am Pfeifen kommen, ja nicht. Alles Busfahrer. Du musst ja lieber Kreisliga-Mannschaft spielen lassen, als dann da zuzugucken. Leute, ich will keinen Bock dann dazu zu gucken, als Fan. Ganz im Ernst. So. Sind wir hier in unserem eigenen Stadion auswärts praktisch. Weil wir gegen 60 spielen. Und ich bin ja am selben wie wir. Früchtel, alle, es wird schon wieder. Aber ich bin knapp für meine armen Narren. Die, wo ich eh schon alle verloren habe, durch den also. Der wird auf dem Santoro. Der zieht einfach mal ab. Halleluja, Jesus lebt. Es gibt Eckball. Der wäre fast nein, also. Ich bin überzeugt. Flanke. Wieso flank denn auf den? Also, er stand sogar am Abseits, glaube ich. Dirk Halis ist sehr gut. Oh, er fällt eigentlich auf den anderen, aber da hat es lang gebraucht und dann stand er schon abseits. Nein, bitte nicht jetzt. Oh, Lade. Danke, Jesus. Dass da mal die Gegner verschießen lässt. Zieh zurück. Pass in die Mitte auf Schabani. Schieß nach. Schieß doch präzise. Mann, sau lost das Kind. Oh, finde dann ja noch voll. Nochmal Flanke in die Mitte. Er kann rausfaust, der Bohnenmann. Der war übrigens auch bei Dortmund. Tor in München! Tor! Scheiße, Alter! Jetzt waren die wieder mit zwei Torschüssen. Und wir haben da wieder 50 Angriffe und kriegen keinen einzigen Schuss zusammen. Weil mit der Mannschaft, es macht einfach so wenig Lust, mit der zu spielen. Weil die sind einfach zu dumm. Die sind einfach wirklich zu dumm. Lauf doch bitte. Weißt du, wie fröhlich ich gerade bin, ne? Du weißt nicht, wie fröhlich ich gerade bin. Wie so ein Scheiß durcheinander. Aber Leute, jetzt haben wir Aufwind. Kommt das nächste gleich hinterher. Fried. Schieß einfach einmal. Mann! Der kann nicht jeden Ball halten. Der, wo gefährlich kommt. Auf ihn, da hat sich auch geboten. Schieß doch stärker, du Blödel! Wenn ich schon O-Beats, dann biete ich halt nicht oben das Schießen, ihr Kost. Wie gesagt, in der Kreisliga Kanadier Verteidiger ist Schießen. Macht zu wenig Sinn und ich kann ausrasten, ne? Wenn es jetzt rot gibt, dann... Also, jetzt ist das andere Spiel aus. 1-1. Wieder einmal sau unverdient. Wieder einmal sau unverdient. Normalerweise müssten wir für die Chancen alle drei Spiele gewinnen, aber ich bin zuversichtlich. Dritter? Mit so einer schlechten Leistung kostet der Dritter sein. Aber ich bin zuversichtlich, dass es jetzt in kommender Zeit läuft mit Sandor im Sturm, weil der hat gute Sprintgeschwindigkeit. Und guten Abschluss. Bloß beim Mittelfeldspielern fehlt halt die Passstärke. Und auch die Passgutheit. Gutes Deutsch ich habe, weiß. Und das war's dann auch für das Video. Im nächsten Video sehen Sie diese vier Spiele hier. Man könnte meinen, ich spiele gegen Preußen Münster und den KFC Uerdingen. Man könnte aber auch meinen, wenn ich müdig bin, dass ich noch gegen Chemnitz spiele. Gegen Jena werde ich simulieren, weil die sind, glaube ich, so ein Sau-Lost. Glaube zumindest. Ja, 10. Uerdingen ist auch 9. Also das. Ah ne, Chemnitz da unten sein. Hä? Ich hab nicht gesagt. Jena.
Ich glaube, ich spiele lieber gegen jeder, bevor ich gegen Chemnitz spiele. Jetzt spiele ich hier Jena gegen Uerdingen und Münster. Also wenn ich müde bin, wenn ich spiele, nur gegen Münster und Uerdingen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich erhole mich hoffentlich wieder bis zum nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Wenn euch die Bayern 2 Karriere allgemein gefällt, könnt ihr auch ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Dann wünsche ich euch noch einen sehr schönen Tag und ciao.